Hey Leute, willkommen wieder bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Ja, wir knüpfen uns heute die Soleil-Mission vor. Soweit steht unser Team, also legen wir direkt los, würde ich sagen. Ich wusste es, dass da drüben ist Soleil. Herr, die Stadt ist schon halb verwüstet, diese Banditen verstehen ihr Handwerk. Ich weiß nicht, wie Soleil und ihre Freunde sie beim ersten Mal vertreiben konnten, aber wir müssen uns etwas überlegen, das wird hässlich. Ach was, ich glaube, so schlimm wird die Mission nicht. Ja, ich weiß, wie Schutt funktioniert. Und ihr braucht mir nicht alles einzeln anzuzeigen. In der ganzen Stadt findest du Schutt. Er kann hilfreich sein. Wähle nehmen, um Schutt aufzuheben und loszulassen. Wähle ablegen, dann wähle den Ort, wo du ihn hinlegen möchtest. Alles klar. So, okay. Elise kann schon mal den Anfang machen. Ohne größere Probleme, was? Hau drauf. Bams, Bams, fertig. Easy Game. Wow, ein Erfahrungspunkt ist doch eine Nebenmission. Ihr müsst doch in etwa gleich gelevelt sein. Okay, ich glaube, wir sollten nochmal mit Story-Mission weitermachen. Wenn ich mir das so ansehe. So. Ja, soweit kommt noch keiner, deswegen nutzt seinen vollen Range hier noch aus, ja. Zack. Hinterher. So, hier müsste wiederum Sakura etwas schneller durchkommen. So. Takumi. Das schaffst du doch, oder? Was, ernsthaft? Das schaffst du nicht direkt? Brauchst ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Wie viel hast du im Vergleich? Wow. Takumi, du bist eine lahme Ente. Aber vielleicht crittest du ja. Du bist auch keine Enttäuschung beim Critten, oder? Ich wusste es. Ich wusste es. Yeah. I win. Typisch, ey. Unglaublich. Macht der Typ eigentlich nochmal was anderes als critten? Scheint jedenfalls nicht der Fall zu sein. Ach ja, und wieder wunderschöne Norm-Musik. Habe ich auch ein bisschen vermisst. Ach, ich mag ja beide Seiten sehr. Einmal schön westlich und einmal schön östlich eben. Das kommt man voll auf seine Kosten. Fates, das ist einfach so. So, und die marschieren hier alle durch. So, dann darf Elise jetzt mal hinterher rennen. Stellen wir denn einen Ryoma im Weg? Das könnte eigentlich auch ganz lustig sein. Wie weit kommt ihr? Ich könnte mich genau hier platzieren. Das sollte eigentlich ganz gut vertragbar sein, oder? Ryoma? Ja, mit 41, da sehe ich eigentlich keine Probleme. Def 22 kommt hier schon mal nur 20 durch. Naja, was heißt nur 20? Wenn er überhaupt trifft, was extrem unwahrscheinlich ist. Ah, und du hast 34 gegen 17. Okay, machen wir. Du kriegst da jetzt sowieso beim Wechsel noch ein bisschen was raus, ne? Genau. Eben. So sieht das schon mal ganz gut aus. Dann kann man da eigentlich relativ straightforward einfach mal durchrennen, glaube ich. Ah, du hast Xander dabei. Ja, Xander kann sich da platzieren. Kein Problem. Mal kurz wechseln. Mit... Ja, wobei das Übungskatana, ich weiß nicht, von der Geschwindigkeit her. Nee, du bist sowieso schnell genug, dann bleib bei Siegfried. Entschuldigung, Leute. Da musste ich jetzt niesen. So, es hat sich hoffentlich niemand erschreckt, ja. Es ist alle vom Stuhl gefallen. Ich habe auf einmal weniger Zuschauer. Wie, egal. So. Weiter geht's. Da müssen wir uns auch noch durcharbeiten. Ja, eventuell kann auch schon mal jemand Schutt mitnehmen, weiß nicht. Aber ich glaube, hier kommt man ganz gut durch. Nee, Sakura, schließ dich da mal mit an. Ich glaube, das ist etwas sinnvoller. Wie sieht's eigentlich mit Rettung aus? Können wir hier irgendwas bewirken, was interessant wäre? Nee, nicht so wirklich, oder? Ist das mal... Sie ist jedenfalls direkt da zum Heilen, von daher passt das ja mit 2%. Wahrscheinlich crittet er jetzt, ja? So 2% Trefferchance und davon dann nochmal die 2% Crit. Das ist alles im Bereich des Möglichen, wie wir wissen. Gott, oh Gott, ey. Sowas ist noch nicht passiert im LP, aber... Schon andere krasse Dinge. So... Du arbeitest dich gut durch. For the glory of Nor. So, okay. Sieht da soweit alles ganz okay aus, auf jeden Fall. So, du wirst wahrscheinlich... Ja, gut, das bisschen Schaden kann ich dann auch verschmerzen. Danach darf Camilla vielleicht auch mal wieder durch. Ich weiß nicht. Nee, eigentlich ist Camilla sogar weitergelevelt. Das glaubt man nur immer fast nicht.
Die wurde ja ein bisschen bevorzugt dann. Doch noch. Ja, doch. Muss man schon sagen. Was haben wir jetzt hier oben noch? Wir haben ein paar Dunkelritter. Das sollte ja auch keine große Sache sein. Ja, da kommt man doch durch, oder? Mit 0%. Super, unser Schild geht dann zwar weg, aber was soll's. Ist dann eben so. Na gut. So, Ryoma, auch du. Drückst noch ein paar Erfahrungspunkte, ne? Und dann wirst du nochmal kurz hochgeheilt hier mit deinem Sonnenfest. Wunderschön. Dann gehen wir mal direkt nach unten. Wird Zeit, dass wir hier aufrücken, ja? So viel Zeit bleibt nämlich nicht. Ich habe keinen Bock, dass uns Soleil abkratzt. Du kannst auch schon mal Schutt mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Könnte ganz nützlich sein. Na super, du kommst jetzt nicht so weit, egal. Ach so, wegen Hinoka, klar. Ihr habt 36 Angriff. Das ist wahrscheinlich überhaupt kein Problem für Xander, oder? Ups. Ja, exakt kein Problem. Nö, es würde sonst rot angezeigt werden, hätte jemand einen Jagdbogen dabei. Also passt das, wir können euch direkt runter rushen. Da kann ich auch wirklich mal aggressiv sein. Ich glaube, das Kapitel wird ganz schön schnell gehen, wenn ich mich so umsehe. So, du wehrst dich hoffentlich vernünftig, ja? Naja, das passt doch. Nein, oh Gott. Krittet hier mit seinen 5%. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Abzüge gibt, wenn wir hier von der Stadtwache abkratzen. Und Kana allein mit den Bogenrittern unten gefällt mir im Übrigen auch nicht. Da muss ich noch aufpassen. Ja, natürlich greift jetzt hier auch noch so voll an und flippt aus. Na gut. Gut, du heilst dich wenigstens, das finde ich jetzt ganz gut. Immerhin. Wenigstens eine Sache, da traut sich schon gar nicht mehr hier durch. Oh Mann, das ist auch wieder lustig. So, ja, mit dem Drachenstein hast du keine Probleme, Kana, ne? Das ist mir eigentlich schon klar. Ist nur die Frage, wie wir jetzt hier am besten durchmarschieren. Oh Gott, das sind ja ganz schön viele Leute. Oh Gott, Soleil, nein! Moment, Sakura hat einen Rettungsstab dabei. Ich gehe mal auf Nummer sicher, ja? Das sollte mich im Bereich noch liegen. Nein, man kann echt keine... Warum geht das nicht? Das müsste doch mal gehen, oder nicht? Du liegst doch im Range drin. Oder gerade so nicht. Ich verstehe das echt nicht. Die Rettung müsste doch auf Verbündeter gehen, also auch auf grüne Einheiten. Warum geht das nicht? Das ist total merkwürdig. Ich könnte schwören, das müsste gehen. Aber irgendwie habe ich mir da wohl das eingebildet. Ich weiß auch nicht. Grün ist doch normal verbündet. Ich werde wahnsinnig. Das gefällt mir nämlich gerade überhaupt nicht. Das ist echt gefährlich jetzt schon für Soleil. Gut, Leslau könnte sein Hindernis da aufstellen, aber Leslau hält nicht so viel aus. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Du hast eine Def 21, Rest 18 ist nicht so nett. Ja, das ist eigentlich relativ... kritisch hier schon wieder, weil ich kann dir keinen Support-Charakter daneben stellen. Oder was ist mit Elise? Naja. Ja, doch, ich kann deine Resistenz zumindest noch boosten durch Sammeln. Das sollte ein bisschen was bringen. Wir sammeln mal von hier aus. Dann kommst du auf Rest 22. Das hilft dann durchaus schon ganz gut, glaube ich. Wir müssen schauen, dass wir ein Hindernis in etwa hier aufstellen. Dann kommen ja auch nur die Magier dran. Dann wird uns zwar eine Stadtwache hier grausam abkratzen, aber gut. Ich weiß nicht, ob Sakura hier... Achso, sie hat keine Fernheilung. Oh. Hat keiner eine Fernheilung dabei? Ich könnte dich noch neben Chris dann stellen. Moment, der hat wahrscheinlich was im Vorrat. Ach, fuck, so kommt ihr aber auch noch an Soleil. Mist. Na ja, gut, dann kommt nur ein Zauberer an Soleil. Das ist natürlich das andere. Weil es wird dann blockiert hier, oder? Nee, weil der da oben natürlich auch drauf kommt. Mist. Ja, aber da könnte Chris hin. Mit einem Drachenstein, er sollte unsere Resistenz ja auch nach oben befördern, noch ein Stückchen, oder? Was, nur Verteidigung? Nee, schon Resistenz. Damit halten wir hier auch ein bisschen was aus. Das wäre also nicht so schlimm. Moment, 25 Gäste, das muss ich nochmal umrechnen. Okay, das ist kein Problem. Gut, dann ist hier schon mal blockiert. Das heißt, wenn ich ein Hindernis da aufstelle, kommt einer an Soleil ran. Und ist auch nicht schnell genug, dass er doppelt. Puh, dann reicht das gerade so mit dem Hindernis, ja? Kaum zu glauben. Ja, und du bleibst auch mal beim Übungskatana, ist wahrscheinlich auch ganz sinnvoll. Okay. Dann wird das da unten auf jeden Fall ein bisschen wehtun, das sehe ich schon. Verdammt, jetzt habe ich mir nicht mehr die Fernheilung geholt, egal. Sakura muss jedenfalls schleunigst mit nach unten, das sehe ich schon.
Ach, nee, das klappt ja wieder nicht. Wobei, wenn ich ihn jetzt rausbefördere, aber dann hält er auch wieder genug aus. Er ist ja doch relativ defensiv, das geht schon. Ach, sammle einfach mal kurz ein gutes. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Menge Magier. Menge Magier, mit denen eigentlich Camilla relativ gut umgehen sollte. 25 Guess ist kein Problem. Wurfball kann ja nicht doppeln, aber mal sehen. Ich könnte dich erstmal hier reinstellen. Das sollte doch ganz gut gehen. Ja, da kommt von oben noch einer hin. Das solltest du aber verkraften können. Mit Rest 27, da bin ich zuversichtlich. Und du bist ja sehr, sehr schnell. So, wer steht jetzt noch aus? So, wir haben dich hier noch rumstehen. Wie weit kommt ihr? Naja, kommt auch ganz schön weit, muss man sagen. Ja, es macht hier keinen Unterschied. Dann bleib erstmal bei Xander. Das ist sicherer. Hau drauf mit deinem Siegfried. Und ja, critte nochmal. Zeig, was du auf dem Kasten hast. Bums. 111. Wow. Heftig, heftig. Okay, dann nochmal Kana hier hinstellen. Moment, kommt mittlerweile Takumi auch schon weit genug? Nee, nicht ganz. Wobei, du könntest dich aber mal Kana anschließen. Wäre vielleicht auch nicht unbedingt schlecht, wenn dann unten... Na, wobei... Nein, das wollte ich jetzt eigentlich doch nicht, verdammt egal. Ah, aber da ist auch noch Platz, ne? Theoretisch könnte ich das auch mal kurz so machen. Okay, du bist nicht stark genug, wow. Nee, Takumi ist einfach sehr, sehr langsam bei mir. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen problematisch. Der war auf anderen... privaten Spielständen auch schon ein bisschen besser, was die Geschwindigkeit betrifft. Habe ich das Wachstum jetzt nicht auswendig im Kopf, weil wird wahrscheinlich so irgendwie, schätze ich mal, 40 oder so sein. So, dass es hin und wieder schon mal wächst, aber halt nicht zuversichtlich immer wieder. Na gut, einer hat jetzt hier angegriffen, der andere wird uns dann drüben angreifen, so wie es aussieht, ne? Verdammt, ach nein, wir können die Mission nochmal machen, super. Das wird nicht funktionieren, Soleil. Du hättest Sonne benutzen müssen. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft. Die wollen mich doch... Wie schnell soll ich zu Soleil kommen? Hallo, ich bin durchgerusht wie sonst was. Ich krieg die Krise. Das war verdammt nochmal extrem schnell, ja? Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Wie soll ich da noch mehr Geschwindigkeit rausholen? Das ist fast unmöglich. Oh, das bringt uns so natürlich überhaupt nichts. Überspringen das. Leute, ich setze einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Mann, war das jetzt vielleicht ein Ärger. Meine Güte. So, ich habe jetzt Takumi mit Asura getauscht. Einfach, damit ich ganz schnell nach unten komme, ja. Und ich glaube, soweit sollte die Situation ganz gut passen. Ich habe dann ganz schnell hier ein Hindernis hinstellen können, womit ich hier blockieren konnte. Und jetzt, haben wir nicht mehr so einen extremen Gegnerschwarm von da zu erwarten zumindest. Das ist ein bisschen abgeklungen, das Ganze zum Glück. Weil die hier müssen jetzt alle hier komplett drumrum laufen. Die kommen hier jetzt praktisch nicht mehr durch, was sehr praktisch ist. Wir können dann wohl mit Soleil Gott sei Dank plappern. Und dann sollte die Sache soweit passen. Oben hat sich ein bisschen verschärft nochmal. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber das sollte eigentlich auch noch alles passen. Ich denke, da kommt man schon durch. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Und meine Güte, dass das aber auch exakt aufgegangen ist, ne? 15 mal 2 geht natürlich exakt auf. Ich krieg die Krise, ne? Und hättest du jetzt Soll benutzt, hättest du sogar noch überlebt. Das kommt ja noch dazu. Richtig ärgerlich, aber wie auch immer, Leute, das sollte jetzt ja kein großes Problem mehr sein. So, das Erste, was ich mache, ist, ihn nach oben zu schicken, glaube ich. Das scheint mir am sinnvollsten zu sein. Ja, das machen wir, glaube ich, so rum. Und zwar erstmal von hier aus. Kriegt ihr noch perfekt down, sehr gut. Ah, du meine Güte, was für ein Kapitel, ey. Ganz, ganz gemein. Ja, aber das weiß man halt nie, wie die Stats von den Kindern sind da, ne? Das ist das Problem. Und bei ihr ist es halt genau ganz ungünstig an der Stelle gewesen. So, wie auch immer, wir plappern jetzt mal mit ihr. So, bekommst jetzt mal deinen Ärger hier. Vater, was führt dich hierher? Geht's dir gut, Soleil? Na immer. Schließlich bin ich deine Tochter. Nichts zieht mich hier runter. Nicht mal diese Banditen. Nur ich meine, vielleicht war ich besorgt. Aber nur für einen...
Tochter? Na gut, ich geb's zu, es ist übel und ich kann's meiner Truppe nicht sagen. Soleil, ich weiß, ich sagte, man soll immer lächeln. Aber manchmal, wenn es sich falsch anfühlt, ist es in Ordnung, nicht zu lächeln. Dennoch verzeih mir, dass ich lächle, wenn ich dich hier so sehe. Du bist zu einer Heldin herangewachsen. Ich erzähl dir ein Geheimnis, wenn es nicht gut läuft im Kampf. Und ich nicht lächeln kann, dann lache ich. Viel, das verwirrt den Feind. Dann gebe ich die Oberhand und ehe ich mich versehe, lächle ich wieder. Ui, das ist genial. Siehst du, das ist das Lächeln. Das ist das Lächeln wieder. Ein ehrliches Lächeln. Herrlich. Bereit zu lächeln, zu lachen, was immer nötig ist, um dort draußen zu gewinnen? Na klar. Ach, ich finde, Orochis Haare sind perfekt bei Soleil im Übrigen. Irgendwie passt das einfach super gut. So, da hier nur Magier kommen, haben wir eigentlich relativ wenig zu befürchten, würde ich mal sagen. Wir sollten dann Soleil hier rausschaffen. Aber erstmal darfst du nochmal mit deinem Rachinto aufräumen. Ryoma. Zack. Und normal. Und gutes. So, können wir Elise schon daneben platzieren, dann haut das auch hier mit der Magie ganz gut hin. Haben wir ganz wenig zu befürchten. Ja, natürlich, du sammelst und stellst mit deinem Personal Skill natürlich noch ein zusätzliches Problem für den Gegner dar. Hervorragend. Wie sieht's mit dir aus? Du kommst auch nur bis dahin. Das heißt, wir stellen auch Kana einfach ein Feld daneben. Danach müssen wir uns eben da drüben noch durcharbeiten. Alles klar. So, und dich entwickeln wir mal direkt weiter, liebe Soleil. Du hast eigentlich schon ganz gute Skills. Das freut mich. Ja, du hast schon einen Helden-Skill. Deswegen machen wir dich zu einem Bogenritter. Ganz klar. Und von der Set sieht das doch soweit alles ganz okay aus, würde ich mal sagen. Sehr ausgeglichene Einheit. Defensiv ist ein bisschen schwach, aber es ist noch erträglich. Passt. Wirkt sehr ausgeglichen. Vielleicht wird das dir eine fähige Bogenritterin, ne? Na, das sieht doch super aus. Ui, daran sehe ich richtig süß aus. So, Fähigkeit sammeln und Kanonbögen verwenden. Leider kann ich so nicht auf den Vorrat jetzt direkt zugreifen, aber es macht ja nichts. So, hier müssen wir noch ein bisschen austauschen, das Ganze, ja. Wir können Leo eventuell hinschicken. Der sollte eigentlich ganz gut zurechtkommen mit seiner Resistenz. 777. Also 14 insgesamt, nur weil Schutzschild. Das sollte in Ordnung sein. Stellen wir dich erstmal so hin. Dann besinge ich Chris und Chris kann hier auch schon mal jemanden wegräumen. Beziehungsweise Quatsch, das war schlecht der Wurfball-Range, oder? Nee, nicht mal. Okay, dann passt alles. Sehr gut. Dann locken wir erstmal nur einen an. Dann sollten wir mit Asura zusammen auch zwei wegräumen können. So, hier haben wir auch wenig zu befürchten. Ja, ich glaube, das läuft ab jetzt. Das war nur der Anfang, war halt wieder doof. Und das halt. Das mag ich teilweise nicht. Ich finde, da ist Fire Emblem Fates teilweise halt einfach schlecht durchdacht bei den Nebenmissionen, wirklich. Weil die Gegner natürlich hier mitleveln. Und das manchmal einfach nicht so ganz hinhaut. Und das fühlt sich dann sehr, sehr unfair an. Weil es sehr, sehr schwer ist, da eben dann hinzukommen im richtigen Moment. So, auch das ist kein großes Problem. Zudem treffen die auch einfach irre schlecht. Aber sie schaffen es trotzdem. Trotz ihrer Trefferchance. Naja, sei es drum. Ist mir jetzt auch schon egal. So, du kommst noch hinterher und dann sollte auch das geklärt sein. Noch der zweite Schutzschild hier und bams, fertig. Na, und du hast auch bald Level 15, das ist natürlich super. Gott, oh Gott, du hast der Crit Rate drin. Ja, verdammte Berserker. Das ist wirklich schlimm mit denen. Vielleicht hole ich doch lieber von unten nochmal Verstärkung nach oben. Ist vielleicht sinnvoller. Auf Distanz angreifen ist hier etwas sicherer. So, hier bewegen sich natürlich alle darüber. Oh Gott, was kommt denn da noch hinterher? Na gut, da sieht das so aus, als wäre das ein Shop für Xander, ha? Huh? Ja. Ist ja fast schon schade bei dir, aber was soll's. Bams und normal. Gut ist. Du kannst dir ganz sicher abwehren eigentlich, kein Thema. Ach, da ist auch nochmal Verstärkung hinterhergekommen, ha? Huh? Und es gilt ja alle zu besiegen. Na, ich glaube, das war das Ziel. Nicht nur den Boss. Hm. Na gut, dann ist dem eben so. Sag mal, kannst du eigentlich hier schon irgendwas bewirken? Ja, durchaus, durchaus. Mit Elise hochheilen? Ja, Soleil, greif doch mal an. Sieht eigentlich auch ganz nett aus als Bogenritterin.
Und du hast doch gute Skills. Vielleicht zündet noch einer. Naja, ist auch egal. Jetzt eh unnötig gewesen. Aber du kriegst auch noch gute Erfahrungspunkte wenigstens, weil du nicht so hoch gelevelt bist wie die anderen. So. Ziehen wir als nächstes Leslau nach, würde ich sagen. Aber das wirst du da drüben unmöglich alles allein packen können. Das kommt noch dazu. Das wird sehr problematisch sein für dich. Wobei Leslau natürlich wirklich stark ist, ne? Das ist unglaublich. Also der Typ ist ein echtes Powerhouse auch. Glaubt man kaum. Aber der hat mal ein Niveau hier. Unglaublich. Aber theoretisch könnte ich auch das Teil hier wieder entfernen und die Gegner auch ein bisschen verwirren. Das wäre eigentlich auch ganz schick, ne? Nimm doch mal Kana. Ich glaube, das kann ganz lustig sein. Ich stell euch mal so hin und ihr trennt euch mal auf. Das gibt uns einen etwas sichereren Standpunkt. So, machen wir das mal so. Okay. Jetzt wird es hier wahrscheinlich fast besser sein, wie ich schon meinte. Ja, weil bei dir haben wir keine Crit-Chance, ne? Ich glaube, Chris hat immer noch Probleme mit dem Crit-Niveau hier. Das tut ein bisschen weh, leider. Sie hätte wahrscheinlich überhaupt kein Problem, oder? Ne. Aber das kann ich unmöglich riskieren. Das ist absolut katastrophal. Naja gut, mit einem Doppelnaginata könnte ich es absolut riskieren. Das ist das andere. Ja gut, das zwei Treffen ist so extrem unwahrscheinlich, ne? Aber es liegt leider im Bereich des Möglichen. Bei meinem Glück, ich weiß ja nicht. Warte mal, du kommst ja auch wahrscheinlich... Ja, okay, nee, dann machen wir das so. Wir machen das jetzt ganz sicher, ja? Wir haben hier keine Crit Rate, die wir riskieren. Und gut, das... Lass mir mal Leo hier aufräumen. Ja, noch besser. Critte ihn gleich weg. Hauptsache, der macht das nicht mit uns. Genau. Alsbald hast du Level B, dann würde ich danach eher mal dazu tendieren, die Klinge zu trainieren. Muss ich das sagen. So. Kannst du nochmal einen Distanzangriff reinhauen? Moment. Und gut ist. Mit 100% kein Thema. Genau, so ist die Situation am sichersten geklärt, weil sonst, ich weiß ja nicht, ihr wisst ja, mit Crits und so. Die rennen halt echt an ihn vorbei, das ist total lustig. Keiner hat Bock darauf, sich mit ihm anzulegen. Wow, da kommen halt einfach noch mehr Leute, krass. Wie viele da einfach kommen in dem Kapitel. Wahnsinn. Na gut. Aber ihr habt keine Chance. Moment, ich stelle mich hier hin, damit ich gleich blockieren kann. Dann darf er weiterhin hier unten aufräumen. Ja, ich weiß, die Hinoka müsste ich eigentlich auch trainieren. Aber dann haben wir hier wieder Axttypen rumstehen, was diese ganze Sache leider extrem gefährlich macht für Hinoka. So gern ich das auch tun würde, aber das ist nicht so wirklich möglich. Kana hätte nicht viel zu befürchten. Theoretisch könnte ich also hier mal dicht machen. Ne? Das sollte ja dann klappen. Oh Mann, ist das gemein. Flop. Ach verdammt, ach, ich kann es nicht hier hinlegen. Oh, das ist ja gemein. Ach Mensch. Man kann es nicht ins Gebüsch legen, ha? Huh? Dann müsste ich mich hier praktisch erst durcharbeiten, bevor das geht. Was leider sehr gefährlich ist. Wobei, was hat eigentlich Kana? 30 Defensive, ha? Huh? Ihr macht jeweils nur 3 Schaden. Deine Resistenz ist ein bisschen... Na, wobei, wenn Elise daneben steht, ne? Und ihr seid ja die Einzigen mit Fernkampfwaffen. Und Elise, ja, ne? Bei der Resistenz hat die keine Probleme. Das könnte ich eigentlich sogar machen. Ist gar nicht mal die schlechteste Idee. Und dann zumindest oben eins ablegen, damit nicht zwei Leute immer sie gleichzeitig angreifen können. Und dann ist das eigentlich eine ganz gute Idee. Die Frage ist geschwindigkeitsmäßig. Okay. Ja, gut, die würden gedoppelt werden. Die nicht. Aber Moment, du hast ja eh einen Drachenstein. Nee, Quatsch. Folgeangriffe sind ja mit ihm möglich. Ach, da fällt mir ein, der Drachenstein plus ist wie eine Silberwaffe. Haut die Magie und Fähigkeit runter. Oh, mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Hm. Muss ich auch vorsichtig sein. Naja gut, ihr habt keine Fernkampfwaffen, die mich physisch irgendwie angreifen. Von daher passt das hier mit Elise ganz gut. Und du treibst den Schaden auch noch ein bisschen runter. Plus Resistenz für Kana. Macht dich ziemlich sick, würde ich mal sagen. Ja, sehr gut, sehr gut. Naja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Da sollte man auf jeden Fall was reißen können. So, wenn ich Camilla noch daneben stellen... Ja, Camilla hat ja auch noch ihren Passivskill, der wirkt auch ganz gut. Du hast jetzt leider noch keinen Bogen, das ist ein bisschen schade. Aber du kannst zumindest Fähigkeit sammeln, was auch ganz gut ist. Und ihr müsstet allmählich nach drüben aufschließen, das sehe ich schon. So, das ist das nächste große Problem hier. Dass da drüben ja wieder Leute hinterhergekommen sind. Meine Güte, ey. In dem Kapitel ist man da wirklich dauerbeschäftigt.
Sollen wir Sakura wieder wechseln, dann kommen wir leichter durch den Wald hier. Durch den Wald in Anführungsstrichen. Ah, ich muss auf die Erfolgeangriffe aufpassen. Die sind ein bisschen gemein. Autsch. Oh, fuck, die Folgeangriffe. Nein. Oh Gott, nein. Es müssen wirklich neun sein, wegen ihrer scheiß Defensive. Jetzt habe ich das nicht bedacht, aber kommt der Magier noch so weit? Nein, er kommt gar nicht so weit. Oh Gott. Gott sei Dank. Alter Schwede, ey. Mein Herz ist stehen geblieben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ja, ja. Na, Elise und ihre Defensive. Schon das, selbst das hier, was eigentlich total sicher war, ja. So ziemlich, würde ich mal sagen. Selbst das war schon wieder sowas, was einen, wo einem das Herz stehen bleibt. Das ist unglaublich, ey. Gott, oh Gott. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Jetzt, wo du weiterentwickelt bist, müsstest du eigentlich einigermaßen zurechtkommen. Aber ohne Kombination oder so kann ich es auch vergessen. Unschön, unschön. Gut, Leslau würde ohne Probleme auch noch einen Hit von einem Magier verkraften. Das wäre jetzt nicht das große Problem. Stellen wir dich mit einem Übungskatana hin, baust ein bisschen Schild auf, dann sollte die Sache eigentlich ganz gut funktionieren. Ihr habt keine Fernkampfwaffe. Verdammt, er hat eine. Ach, natürlich, einer hat dann eine Fernkampfwaffe hier. Aber du kannst wahrscheinlich auch nach Möglichkeit Elise nochmal hochheilen. Mit 21. Moment, Vergleich. Du kommst dann mit 31 daher, ist wahrscheinlich zu viel, ne? Aha, Elise. Ich krieg die Krise. Und du hast leider keine tolle Trefferquote. Das ist das andere Problem. Wie sieht's da unten aus? Mit einem Feuer erstmal anschwächen. Funktioniert das? 16. Und dann nochmal 10. Ne, überhaupt nicht. Absolut nicht. Wir brauchen einen Plan. Definitiv brauchen wir den. Ja, ich könnte erstmal Leslau hier hinstellen. Das sollte eigentlich keine große Sache sein. Der macht das schon. Haut seine Schildleiste plus 6 nach oben. Hat gute Offensivskills noch mit drin. Vielleicht heilt das sich auch nochmal. Das wäre natürlich sehr schick. Why am I feeling shy now? Okay. Hauptsache Elise ist erstmal in Sicherheit. Das ist mehr so das große Problem, was ich hier befürchte. Wobei, wenn ich Elise jetzt hier arbeiten lasse, das ist die Sache. Ich meine, mit Soleil bin ich hier trotzdem relativ sicher. Naja, wobei, der andere kommt ja auch nochmal durch. Mist. Das ist das Problem momentan. Camilla kann unten wahrscheinlich relativ gut blockieren. Ich denke, das dürfte eine sichere Angelegenheit sein. Sie hält viel aus. Das sollte echt kein Thema sein. Ja, mit 33 da unten. Das ist okay. Damit könnte ich jetzt leben, sage ich mal. Notfalls macht's halt erstmal Feuer, okay. Das passt dann soweit. Hier sollten wir mit Kana danach blockieren. Das heißt, ich kann noch einmal Elise benutzen. Wenn sich Kana dann hier hinstellt, sollte das eigentlich passen. Genau. Dann weiß ich schon in etwa, wie ich blockiere und so weiter. Ja, von mir aus kannst du auch mit Soleil angreifen. Zack. Wow. Okay, zum Glück. Wenn das jetzt schief gelaufen wäre, ich wüsste nicht. So, genau. Dann können wir hier blockieren. Ja, Drachenstein tut uns halt auch systematisch etwas schwächer machen. Du greifst mal nicht an, du bleibst mal einfach nur stehen, ja? Mit deinem Drachenstein. Sehr gut, dann ist soweit schon mal blockiert. Eventuell können wir das auch andersrum machen, dass du dich mal ihr anschließt. Wobei das auch nicht viel bewirkt, ne? Aber du solltest ja eh ohne Probleme allein durchkommen. Hau ein Feuer drauf und gut ist. Zack. Ach stimmt, ha, das kommt ja auch noch. Das heißt, ich könnte theoretisch sogar... Ja, könnte ich machen. Aber das ist zu risky, ich weiß ja nicht. 191. Kann man schon noch machen. Ist okay. Genau. Dann ist die Situation hier unten auch ein bisschen sicherer nochmal. Ist zumindest schon mal einer weg. Auch wenn der dann mit einem Wurfbeil angreift, aber das ist nicht so schlimm.
So, da müssen wir hier ein bisschen dicht machen. Ich sehe schon. Zwei Leute kommen direkt durch und das eine ist mit einem Wurfball. Super. Ja, kriegt er wieder ein bisschen was ab, hä? Ihr könnt dich aber erstmal hier hinstellen. Das wäre eigentlich auch eine relativ sichere Sache. Dann eben mit einem Schirm. Du hast ja Guess 28. Ja, das ist in Ordnung. Mit Guess 28 kriegst du das doch hin. Dann. Also du hast eine Sturmwind für sowas, ne? Bei 22, naja. Gut, bei eurer Rest kommt da immer noch ein bisschen was durch. Das kann man schon machen. Ist okay. Genau, Sakura kann ein bisschen den Schaden eindämmen. Das ist das andere. Du kommst nur bis dahin. Dann sammel mal kurz. Machen wir das eben so. Okay, du hast nach wie vor nur den Rettungsstab hier, aber kannst nochmal sammeln. Und gut ist. So, hier oben müssen wir dringend dicht machen, oh Gott. Wie weit kommt ihr denn? Ihr kommt noch nicht so weit, aber es wird auch wieder brenzlig, ich sehe schon. Mann, so viele Verstärkungstrupps, das ist echt heftig. Aber Ryoma ist am Critten. Nicht, dass es nötig gewesen wäre. Von daher passt auch die Situation. Ja, die Kindesmission hier ist schon ein bisschen sehr risky, das merkt man schon immer wieder. Ihr solltet auch mal nach oben aufschließen, wirklich. Ich überspringe das jetzt mal. So, mal sehen, was passiert. Das mit Kana war ja klar. Aber die hat hier oben keine Probleme, würde ich sagen. Sollte ihr nur noch einen regulären Drachenstein zusätzlich mal geben, wegen der Schwächung hier, die sie reinkriegt. Oh, mal gucken, ob er trifft. Sehr gut, hat nicht getroffen. Und die greifen hier auch an. Überspringe ich mal. Oh, er natürlich auch nochmal. Aber der Drachenfluch wirkt natürlich auch, von daher ist das gar nicht so schlimm. Ja, und mit Sakura ist so ein Sturmwind auf einmal hier nebenbei auch ganz schön gut, hä? Zack. Sogar noch wegbekommen, unglaublich. Sehr gut. Und nochmal ein Level Up für unseren Hauptcharakter. Auch ein relativ sauberes Level Up, finde ich gut. So, dann ist die Situation hier oben wahrscheinlich auch geklärt. Dann gibt es nur noch relativ wenig Gefahrenbereiche tatsächlich. Mann, dieses Kapitel, ne? Wow. Das ist bisher schon ziemlich kritisch. Aber hey, wir schlagen uns, glaube ich, ganz gut. Ach du meine Güte. Dann konnte ich es jetzt in dem Part gar nicht mehr beenden. Aber okay, dann beenden wir das eben beim nächsten Part. Warum nicht? Ich denke, das sieht auch ganz gut aus soweit. Gut, Ryoma allein könnte immer kritisch sein, ne? Okay, mit 0% hier wohl kaum. Lol, was? Okay, gut. Das machen wir aber beim nächsten Part, Leute. Dann können wir hier noch Kriska das erledigen lassen, ihn mit Sakura hochheilen. Sakura könnte dann wieder nach unten gehen. Io hat ja auch seine tolle Resistenz drin. Ich glaube, das sieht alles ganz gut aus. Nicht mehr so kritisch wie zu Beginn. Also wie auch immer, Leute, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Fates Offenbarung.